Aber die Maske habe ich noch, oder? Wo bin ich? Raus aus den Federn, Kleines. Zu schade. Du warst nur einen winzigen Häschensprung von deiner Belohnung aus Kristallen entfernt. Ich wusste, die echte Rose wäre viel lebhafter. Es wäre eine Verschwendung, dein Leben einfach so zu beenden. Lass uns noch ein bisschen Spaß haben, ja? Ja, klar. Na komm, nicht schmollen. Ich habe da einen netten Zeitvertreib vorbereitet. So vieles Klerunzien und fast alles Attrappen. Na, was denkst du? Findest du die Echten? Dir bleibt nicht viel Zeit, Kleines. Tick-Tack, Tick-Tack. Beeil dich, lieber, sonst wirst du verschlungen. Wie soll ich denn bitte den Richtigen finden? Bleib ruhig, okay. Du hilfst, ja, gut. Okay, dann erzähl mal. Nur noch 2 Minuten. Keine Zeit zu verschwenden. Right. Achso, Entschuldigung, ich muss... Hoppla, mir scheint, dir fehlt das richtige Auge hierfür, Liebes. Hä, right hast du gesagt? Lower than barrel. Welches Fass? Eieiei. Hä, welches Fass? Ach, das... Lower than barrel. Wieder? Ja! Okay, gar kein Problem. Nice work, ja. Nice you. Next one, ja, ja, mach. Okay, überall sind die Tipps, okay. Ich dachte, es wären mehrere. Deep Shadow. Da drüben? Kaputte Wand. Großer Kern, ja, dann ist ja easy. Ums dich. So. Das war's noch nicht? Okay. Ja, kein Problem. Bist du bereit für das große Finale? Natürlich. Hab einen Shotgun notfalls. Hurry, schnell. Was? Ja, das. Ja, mach. Folge meinen Worten. Ja, hier. Ab. Wieder? Das war nicht mal knapp. Wie ab? 50 Sekunden. Jetzt nicht trödeln. Ah. Further. Close now. Center. Bitte sei der Letzte. Also das war jetzt aber auch unhöflich. Büsche stellt viel Muttermyzid. Okay, das etwas nehme ich, weil dann sind wir voll. Sag doch gleich oben mit. Ja, ne? Also, ich meine, die Intelligenz könnte von Ethan sein. Du hast es geschafft. Ja, weil ich krass bin. Im Gegensatz zu dir. Da hätte ich wahrscheinlich schneller alle weggebracht. Also, ernsthaft. Wahrscheinlich hätte ich... Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Doch, glaube ich schon. Wollt eigentlich ein Pony, aber besser als nichts. Ja, Daddy, ich wollte eigentlich ein Pony. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warte, wieso habe ich jetzt eigentlich ein Büschel? Weil ich 3 gesammelt habe? Stacken die zusammen? Hier wird bestimmt niemand kommen. Kein Gegner, gar nichts. Weil hier ist ja kein Schlamm, da kann ja niemand kommen, ne? Hier wird bestimmt alles ruhig bleiben. Bin ich mir ganz sicher. Wir sind hier komplett außer Gefahr. Vertraut mir.
Pony, können wir die immer noch schneiden? Wow. Wow. Keller umgeräumt. Ja, ja. Seit Frau Dimitrescu nicht mehr unter uns weilt. Also, wobei sie eigentlich hier sein müsste. Ist alles ein bisschen verranzt. Seht ihr, er sagt auch ja. Okay. It's gone. And it's gone. Früher mochte ich Ferkel, dann kam ich in die Pubertät. Oi, oi, oi. Resident Evil Schlossflipper würde ich fühlen. Weil das Problem ist ja immer, diese ganzen Simulatoren-Sachen sind halt einfach nicht so hübsch. Hier so... Auch Powerwash hier in dem Schloss? Selbst ich würde das mögen. Ja, komm her. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Echt nicht? Das ist aber echt viel zu tun. Ist okay. 5 voll auf die 12 geben, ja. Ja. Oh, was? Almost time. Ja, ja. Wieso Zeit? Ja. Endlich, oh, ist das Dimitrescu, die mich leitet? Los. Oder eine der Schwestern? Oh, vielleicht ist Bela. Um ehrlich zu sein, schon komisch loszulassen. Ich habe so lange mit ihnen gelebt. Ich weiß. Ich weiß. Die Fabrik anstelle des Schlosses. Wäre ultra unangenehm, weil es eh schon so düster ist, das Spiel. Und dann mit der Fabrik, die halt noch mal düsterer ist, weil... Ja, es ist halt... Auch wenn es Licht aus ist, hast du hier Gold, hast hier so hellere Tapete, hast Braun. In der Fabrik war halt alles einfach nur so dieses Blau-Grau-Schwarz. Anthrazit. Gedöns. Wieso hat sie die Goldmaske? Die wird umgebracht. Ach so, weil die das Gold haben wollen. Aber da ist eine vierte Frau. Hallo? Ich dachte, es geht automatisch. Gut gemacht, Kleines. Danke. Den hast du dir wirklich verdient. Ja, danke. Vom Echten kaum zu unterscheiden, nicht wahr? War klar. Was? Das ist eine Replik. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. Dachtest du wirklich, ich gäbe etwas so Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nein! Nein! So, das war jetzt der Part mit Rose, jetzt spielt man den Händler. Ein sehr langweiliges Spiel, weil der bewegt sich ja nie. Nun beginnt der wahre Spaß. Oh nö. Die perfekte Bühne für dein Ende. Oh nö. Und Vorhang auf. Nee. Gegen den Chat. Gar kein Problem, Chat. Überlass das mir. Warte mal kurz. Spielstopp. Das werde ich unterhalten. Ja, ja.
Und ich dachte, du seist eine Kämpferin. Aber ich bin doch nicht hornig. Lauf. Ja, ja, ich lauf gleich. Warte kurz. Ich nehme mal ganz kurz so ein Salbei. Ich muss irgendwie mehr Schaden anrichten. Mutter-Mycet-Konter! Das ist meine Special Ability. Ist er tot? Hab ich's geschafft? Na, sieh einer an! Du bist um einiges lebhafter als die anderen Häschen. Ja, ich bin krass, ne? Langsam wird's langweilig. Zeit für etwas mehr Schwung! Er ist nicht tot? Ah! Oh Gott! Gar kein. Entschuldigung, Sir. Das wird langsam unangenehm. Hallo? Aber unschön. Also. Letztes Leben hatte ich doch keinen so öden Kampf. Aber sind wir jetzt durch? Ich hab echt wenig Muni noch. Das soll eine Show sein? Oh. Mann, okay, ich warte. Ich warte das. Hä, wie hat das jetzt... Also... Ich kann eine Rohrbombe basteln. Do it yourself, König. Ah! Oh! Oh nee, das hätte ich doch gebraucht, du dumme Kuh. Hallo! Das geht wirklich gut, alles ist fein.
Wo bin ich? Entschuldigung. Ist der jetzt tot? Oh. Okay, ich muss den gar nicht mehr töten. Ich kann da jetzt durch. Gar kein Problem. Alles wundervoll. Alles gar kein Problem. Nimm das. Ja, wollte ich ja, aber... Flintenmuni mehr. Habe ich schon erwähnt, dass es mit Flintenmuni echt einfacher geht? Wo kommt der jetzt raus? Entschuldigung. Wow. Also, du merkst aber schon, dass das unhöflich ist. Nutzlose Kreatur! Was für eine Enttäuschung! Was soll's? Da habe ich mein Gummibärchen verdient. Ich habe heute schon so viele Gummibärchen gegessen. Dein Tod ist unausweichlich. Danke. Aber warten wir ab. Ja, echt? Ich soll rennen? Wirklich? Wohin? Ab ins Loch. Okay, sie rennt selbst. Was? Da runter? Sogar zwei. Und jetzt ab in die Fabrik. Oh, Schnee. Wir sind draußen. Wo bin ich denn jetzt? Ebene. Ich will nicht gehen. Ich will nicht. Nicht ohne diesen Kristall. Ich hab satt, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann, mich normal machen kann, dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Ja, und? Dann los. Hackbraten. Bitte sag so eklige Sachen nicht. So ein Fabrik-Only-DLC. Tja, da geht's wohl nicht lang. Oh nein, ist aber jetzt nicht das Puppenhaus, oder? Es ist das fucking Puppenhaus. Also ist ja schön fürs Puppenhaus, aber nee, da müssen wir auch in die Fabrik, ich will nicht. Ich weiß, wo der Kristall ist. Was ist das? Dein Affe. Gut, dass ich deine Kinderkuscheltiere besser kenne als du selbst. Pff.
klar, gar kein Thema, Kinderwägen. Das ist doch schön. Willst du meine Freundin sein? Ja, klar. Ja, ich würde den gern mitnehmen. Können wir den schieben? Na, halt nicht. Keine Zeit für Freunde. Puppenhaus auch nicht, dieses hier wäre schon lit. Aber nur, wenn das schreiende Baby dich dauerhaft verfolgt, dann bin ich da voll dabei. Vielleicht hat es da noch so einen ultra-peitschen Würgegriff mit seiner Nabelschnur drauf oder so. Die Let's Plays von heutzutage sind aber auch anders als früher. Diese Affen kommen mir irgendwie bekannt vor, aber was soll das? Ich bin mir nicht... Das wirkt jetzt nicht so, also... Wisst ihr, also das wirkt, also... Naja, ich kam daher, naja. Gut, ich habe eine Waffe, aber nicht sonderlich viel Munition. Ja, Fieselchen. Aber das war liebevoll gemeint. Irgendwas stimmt nicht. Was ist los? Okay. Was? Irgendwas ist anders. Okay, jetzt wird's weird. Hat's gerade wirklich weird gesagt? Wieso nicht merkwürdig? Ja, Rose ist schon ein bisschen anspruchsvoll, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, also wenn da noch völlig zugerostet, wenn da noch die Fabrik und so kommt. Ich glaube, das DLC, wir brauchen wieder mal länger als eigentlich gedacht. 5. Januar. Heute war mein erster Schultag. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Oh ja, das werde ich auch tun. Da waren total viele Kinder. Ich meine, tote Kinder. Da waren total viele Kinder, die so alt sind wie ich. Es war genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, als ich mich vor der Klasse vorstellen musste. Aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. 8. Januar. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar der anderen Kinder angesprochen. Aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Die Sachen habe ich alle schon mit Mom gelernt. Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir hat was total Gemeines zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. 10. Februar. Heute hat der Lehrer mich geschimpft, weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Das ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass das ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich, aber es hat nicht geholfen. 4. April. Endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy aus meiner Klasse. Sie meinte, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittag essen. Ich kann es nicht glauben. Ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine wird auch meine Freundin. Oh nein. Oh nein. Das ist... Oh nein. Oh, was hat Lucy getan? Was hat Lucy getan? Oh nein. Ich habe Erinnerungen. Chris, Nadia. Oh. Also Chris, komm. Chris muss man zimpen. Warum ist hier ein Foto von mir? Ein Foto? Das hat ich, gut. Du bist ja auch ein Pixel, also vielleicht ist das für dich ein Foto.
Mich wäre es ein Gemälde, aber... Hä? Also Resident Evil DLC und Geburtstagstorten sind nie so gut. Der Kristall ist zum Greifen nah, aber man kommt nicht ran. Zeit zum Spielen. Das Zeug brauchst du nicht. Hey, meine Sachen. Hallo Stahlherz. Okay, gar kein Problem. Das macht ja... Also da kriegen wir ja... Sein Bauch ist zugenäht, sieht aus, als wäre da etwas drin. Das ist ja alles kein Problem. Herr Affe hat Bauchweh. Wenn du ihm hilfst, gibt er dir vielleicht den Kristall. Herr Affe hat Bauchweh. Herr Affe hat Bauchweh. Hier ist nichts zum Speichern. Das ist so das Erste. Oh nein. Okay, nichts zum Verstecken bisher. Gut. Wer ist denn Jimmy? Ja. Armer Herr Affe. Ja, ja, wir suchen jetzt eine Schere und schneiden ihm einfach den Bauch auf. Dann tut es ihm mehr weh. Ethan hat einfach das Wasser laufen lassen. Seit 16 Jahren. Oder so. Also, ein wahrer Künstler war hier am Werk, würde ich sagen. Sind es Schienen? Jimmy. Boah, da sind Leute tot, würde ich... Was? Was war das? Oh, schön. Weinende Augen. Ist das ein Galgen oder einfach nur ein Baum? Naja, tot ist tot, ne? Also die ist eklig. Die ist ein bisschen eklig, die Puppe da. Okay, Blaugesicht. Blondgesicht. Oh, das sieht aber ungesund aus. Oh, da. Naja, gut für die Nackenübung, ne? Ja, schön. Ja, also, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich würde da schon, also... Zieht die Leiche den Haaren mit sich? Ich würde da schon sagen, es könnte ein kleines psychologisches Problem existieren. Und vielleicht wäre so... Die hat doppelt gemalt. Vielleicht wäre eine Therapie gar nicht so unangebracht. Also vielleicht sollte man da versuchen... Was? Ich habe die Puppe doch gerade gehört. Das Ganze ein bisschen zu verarbeiten. Ja, eine Schere mit dem Bauch, ja klar. Das war jetzt auch, also... Der zugemüllte Schrank, das Bild im Bücherregal, der vollgestapelte Schreibtisch. Zugemüllte Schrank, das Bild im Bücherregal, der vollgestapelte Schreibtisch. Okay. Machen wir einfach zugemüllter Schrank und Schreibtisch und Bild. Bücherregal. Wo denn? Ja? Oh Gott. In der Mitte ist eine 44. Null zwei vierundvierzig. Sechsundsechzig oder 99. Ist der Punkt, dass es... Ist das ein Punkt, dass es da unten eine 9 ist? Okay, wir versuchen 024466 und 99.
0, 2, die 6, 6 würde ich mehr fühlen. Okay. Oh, schön. Soll ich da durch? Ah, das ist die völlig zugerostete Tür. Aber das ist ganz gut, dann kann ich nicht verfolgt werden. Weil es ist hier nur eine Einbahnstraße. Was ist das denn? Sagen wir, wie es ist. Es ist ein bisschen unangenehm gerade, okay? Es ist ein Ticken unangenehm gerade. Komm zurück. Lass dir schmecken. Nur wenn ich genug aufschlüsse, schon. Du weißt, wie man mit Puppen spielt, oder? Schon wieder? Was jetzt? Das ist die Puppe aus Resident Evil 7. Ich habe keine Lucy. Werde ich gekreuzigt, weil ich die Hexe bin? Ich wette, du findest allerlei Orte, an denen du mit dieser Puppe und ihren Freunden spielen kannst. Was ist hier? Unlesbar. Ja, das war eh schon immer ein Unsympath. Gut, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das alles unterschiedliche Personen sind, die da hinkommen. Und nicht alles Lucy ist und man einfach nur gucken muss, wo die richtige steht. So, also wie so ein Timelapse oder so. Was ist denn mit Jimmys Raum? Der ist immer noch zu, okay. Haben wir vielleicht Jimmy getötet? Ich meine, ich würde es irgendwo verstehen. Warte, hier war... Vielleicht kriegst du den Kristall, wenn du das Lagerfeuer entfachst. Wieso mal vielleicht? Gib doch einfach. Du willst also, dass ich mit Puppen spiele? Wir müssen den ekligen Pilz von ihr abwaschen. Boah, seid ihr eklige Hupen. Boah, seid ihr widerwärtige, eklige... Bäs. Ich habe aber nur die eine Puppe. Okay, muss ich vielleicht erstmal die Lucy holen wieder. Was hat die denn da? Ich meine, der Stock sieht schon eher so aus, als ob... Also was passiert, wenn ich sie woanders hinsetze? Okay, sie war da schon richtig, weil sie den Stock dadurch in der Hand gehalten hat. Aber hier, ne? Hier hat sie auch so einen Besen, das passt auch. Catherine. Kann ich vielleicht hier hinten raus? Da hat sich jemand richtig ausgetobt. Das ist doch schön. Extra für dich umdekoriert. Früher sah es hier noch ganz anders aus, sage ich dir, ja? Also früher, da hatten wir noch nicht so viel Spaß hier. Können wir den Namen bloß... Ja, das war ja mal gucken.
herein. Das macht hier in diesem Spiel so oft Klopf, Klopf, ne? Also ich habe jetzt 3 Spielesachen, aber irgendwie kriege ich keine Puppen. Catherine. Also freut mich, dass du Spaß hast. Ich mach die Tür zu. Danke. Nicht, dass hier noch was ist. Okay, das ist nur der Anfang. Also dann haben wir für die Kloszene beide Puppen. Oh Gott! Also die Puppe würde jetzt auch gar nichts machen. Mia? Das ist Mia? Oh, das ist die Mia-Puppe! Mia ist ihre Mutter. Also, ihr Vater musste mal was Ähnliches machen. Er musste die Puppe der Mutter aufschneiden. Ja, ja, verstehe schon. Fick dich. Junge Dame! Da kommt die dahin? Nee. Es war. Oh, das war sowieso die falsche. Ich wollte eigentlich die. Wieder. Ja, das passt. Ich weiß halt nicht, ob es beim anderen auch passen würde. Wir gehen jetzt erstmal ins Zimmer. Ja. Ich meine, also. Ethan ist tot, also ihr Vater ist tot und ihre Mutter ist halt Mia. Erziehung gibt's halt da nicht. Ich nehme die Puppe mal mit, ja? Wobei wir wissen gar nicht, wie schlimm Mia eigentlich ist. Also wir kennen ja eigentlich nur Miranda und halt den 7. Teil. Also Mia im 7. Teil. Vielleicht ist sie eigentlich eine Liebe. Knurrt mich da was an? Hallo, Puppe. Also das klingt jetzt schon nicht so wie so ein Knarzen, sondern das klingt schon sehr, also, lebend. Aber was soll schon passieren? Ich habe meine Waffe nicht. Oh, das kann ich aber machen, okay. Quietschstopp. Kuckuck. Hä, Peaches Liebe, nix gegen Peach. Nix gegen Peach. Ernsthaft. Ich dachte halt hundertprozentig, hinter uns wäre irgendwas aufgetaucht. Ich habe nicht gesehen, dass hier es nach unten geht. Und es ist halt so typisch, du hast was Neues freigeschaltet, hast aber nichts damit bezweckt. Musst dich umdrehen. Gott, das ist so gruselig. Das findest du gruselig? Das? Also sind wir ehrlich? Ehrlich. Sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich? Da waren schon schlimmere Sachen gerade. Hallo, Mia. Mutti passt auf uns auf. Oh, Mann.
Dinge passt, ja, ja, ja. Wenn Resident Evil doch Horror kann, warum machen die immer nur Action? Ich glaube, wir müssen zum Geburtstagstisch. Weil hier brauchen wir 4 Puppen. Ja, hier kommt auf jeden Fall noch eine 4 hin. Beim Geburtstagstisch waren es, glaube ich, 3. Alles gut, da musst du nur mal jemand pipi. Und die Spülung ist die klemmt ein bisschen, ja? Macht euch keine Sorgen. Warte mal. Ach, hier war das Geburtstagsding. Happy birthday to me. Unlesbar. Ja, du bist auf jeden Fall Geburtstagsgeber. Du bist die da? Weil du hast die beiden Hände. Hm. Nee, das ist die Puppe von Resident Evil 7. Ich habe mich schon gefragt, war die wirklich blond? Aber der Rest hat halt perfekt gepasst. Niemand will mit ihr befreundet sein. Was für ein Loser. Hier sind so eklige Geräusche. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, danke, danke. Ach, das war ein Eimer. Was liegt da? Ach, das ist das Bild. Wann ist das denn runtergefallen? Oh Gott! Was zum? Ich glaube, wir haben irgendwas angestellt. Luzi? Da geht die Luzi ab. 2. Und dann natürlich die neue Puppe. Bist du Evelyn? Ehrlich. Fick dich einfach. Ich fand's nicht schlecht, okay? Eigentlich. Oh, sie ist tot. Wie traurig. Hör mal her. Gott, Rose, suchst du immer noch nach dem Kristall? Also gut, ich helfe dir. Nimm den Aufzug und komm zu mir. Die klang jetzt am Ende aber nicht auch mehr so. Wenn Mami bestimmt sauer ist, wenn ich dir helfe. Die klang nicht mehr wie durchs Telefon. Wer bist du? Das ist Angie. Oder Angie. Angie, hilfst du mir wirklich? Ich mochte dich immer. Weil du warst echt eigentlich noch eine Nette. Steht hinter dir. Ist ein altes Haus. Let's play Statues. Lass uns ein Spiel spielen. Da steht Let's play Statues. Was sind denn Statues? Also Statuen, ja gut, aber welches Spiel heißt denn auf Englisch Statues? Schach? Wenn du dich erwischen lässt, ist das Spiel vorbei. Was? Was ist Statues? Ich kenne das Spiel nicht. Was? Don't look away. Warte mal kurz. Ist das das Lux am Berg? You don't need any equipment at all. Play stand in a row at one side of the garden. Okay.
Okay. Okay, okay, klar, spiele ich. Da bin ich gut drin. Wann spielen wir denn? Entschuldigung. Aber es gibt nur eine Mami, oder? Ich muss ganz kurz die... wo sind wir? Ich muss mal ganz kurz weggucken. Unangenehm. Ich schwöre, das ist so unangenehm. Es ist so... Wo bin ich gerade? Ich bin mir gerade noch nicht sicher, wo ich bin. War da eine Tür? Ich bin richtig. Ich bin ganz sicher richtig, ich erinnere mich. Das ist anders unangenehm. Ja. Ja. Hier dürfte nichts kommen, richtig. Und jetzt? Hier ist halt die Kitchen. Ups. Unterm Bett. Nee. Nee, das Bett ist bei der Tür. Also wenn man auf dem Bett liegt, rechts. Ja, ich sehe dich nämlich, junge Dame, ja? Oh, warte mal. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Oh, es ist eklig. Was ne Snitch? Alter! Die hat gecheatet? Ich hätte den Mutter Myzet lassen sollen. Wow. Sie schloss das Baby. Yep. Aber sie ist ja auch die Mami, also. Hä, jetzt guck doch nicht. Also. Wenn ich das Muttermyzet nicht wegmache, kommt sie dann da nicht durch? Eigentlich müsste ich immer wegmachen, oder? Ich mag Mommy nicht. Ich mag Mommy auch nicht. Dann ist sie einfach hier lang gegangen.
Ach so. Ich, oh Gott, nee, das ist ja richtig scheiße. Aber zu meiner, zu ihrer Verteidigung, ich bin auch falsch gelaufen. Okay, warte. Sitz, Mommy. Jetzt sollte sie nicht mitkommen dürfen. Hä? Ich seh dich! Bitch. Ich trau mich nicht, Chat. Ich trau mich nicht. Ich muss pipi. Es geht nicht. Zalando-Katalog hinwerfen. Wie wär's mit Shopping-Coupons? Okay, gar kein Problem. Kommt sie? Kommt! Mutti? Okay, ich hab... Verdammt! Und jetzt? Also ich darf ja an ihr vorbeigehen, oder? Hier gibt's keine zweite Tür. Solange sie anschaut, schon, ne? Ich guck dich an, ich guck dir auf den Hintern! Ich meine die Augen natürlich. Ich hätte sie ein bisschen her... Wartet. Okay, wir machen das jetzt... Wir spielen das jetzt safe, okay? Oh, da bist du aber einen Schritt zu weit gegangen. Du bist raus. Okay. Hä? Ich seh dich doch! Ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich das machen soll, weil die andere ist zu schnell und ich muss die angucken, weil ich an der vorbei muss. Das hat als nicht gucken. Okay, es zählt nicht der Charakter, sondern meine Kamera. Okay, das war gemein. Das war gemein, Chat. Das war ultra fies. Das war gemein. Hä? Achso. Oh Gott, dann hat es hier gespeichert. Boah, sonst hätte ich, glaube ich, also wirklich die Krise gekriegt. Verdammt! Ich glaube, wir müssen uns einfach nur beeilen, richtig? Da kommt die nächste. Warte mal. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Ich muss eigentlich nur schnell genug darüber kommen. Das ist gemein. Die grapscht da einfach durch die Tür durch. Ich esse jetzt einen Pommes. Gott verdammt. Die ist zu nah. Ich kann mit der so nicht. Ich kann mit der so nicht. Brauch ein bisschen mehr Abstand.
Ich hab die halt zu früh getriggert, die Rechte da. Ist man rein theoretisch. Mädels. Mädels, ich hab euch echt gern. Warte mal, ich brauch die andere aber eigentlich auch noch. Okay, weil sonst kann die da den Shortcut nehmen und das fände ich echt blöd. Gar kein Problem, ich weiß ja natürlich total... Hä? Sie nimmt trotzdem den Shortcut, bist du doof? Okay, dreh dich nicht um. Doch! Okay, also wir müssen jetzt eigentlich... Hey, nicht drängeln. Nicht drängeln, okay? Ich muss ja... Ja, ich muss da lang, okay. Das heißt, ich bewege mich jetzt einfach so schnell ich kann und drehe mich dann um. Und wo sind die anderen beiden? Manu, das ist doch gar nicht gruselig. Das ist nur meine Mutti, die macht sich Sorgen um mich. Die will nur, dass ich ihr in die Augen gucke, wenn sie mit mir redet. Das ist aber... Hä, ich sehe die doch. Hä, ich habe die doch gesehen. Hä? Könnt ihr mir das erklären? Ich habe sie dauerhaft gesehen. Also, das ist ein bisschen blöd gemacht. Also, oh, ich bin da so tot durchgekommen. Gott verdammt! Nee, nur ein Stück. Danke. Einfach nur ganz schnell da durch. Einfach nur ganz schnell da durch. Ah, renn doch! Die Damen. Wenn ich einfach durchrenne? Wenn ich jetzt einfach durchrenne, bevor ich die andere trigger? Also... Wieso machst du das? Du willst den Kristall, richtig.
für dich eingeladen. Spiel mit ihm. Nee, nicht mehr spielen. Ist schon cool gemacht. Sagen wir, ist eine coole Idee, aber blöd gemacht. Also blöd umgesetzt. Was ist denn jetzt los? Also gute Nachricht. Oh, arme kleine Frau. Wir sind geschrumpft. Ich warte hinten im Schlafzimmer auf dich. Miau, miau. Lass uns Verstecken spielen. Schaffst du es bis zu mir, ohne geschnappt zu werden? Geschnappt von wem? Geschnappt von wem? Ernsthaft jetzt ein Sneak Game? Also richtig so Sneak jetzt? Also kommen die wieder? Oh. Kommen die da wieder? Ich kenne halt die Walk. Die Walkways noch nicht. Ich kenne nur auch den Weg nicht. Also generell kenne ich den Weg doch nicht. Ey, ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, kann ich auch Little Nightmares spielen. Sie dürfen mich nicht sehen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, nur der Schein sieht mich, richtig? Ich vermute mal, ich muss da Das ist aber eine hübsche Puppe. Es tut mir so leid, ich muss mich so krass konzentrieren. Ihr wisst, wie ich bei Sneaken bin. Ich frage mich nur, wo ich nach ihr hin kann. Da drunter? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube ja. Okay. Ey, wirklich. Die Entwickler haben doch also Kacke gefressen. Weil ich glaube, hier geht sie nur vorbei. Hallo, Izzy. Hier ist besser. Okay. Ich muss jetzt, ich darf nicht vergessen, dass da noch eine ist. Aber was machen die da oben? Ich bin da nicht. Guck weg.
Ich müsste hier sitzen können. Das können die nicht machen. Das dürfen die nicht machen. Also, wie komme ich denn darüber? Wie komme ich denn zu der Blubbelblume? Oh Gott, da. Ja, lustig. Ihr seid mehr Entwickler. Die hier hin? Nee. Ich muss jetzt echt einfach zurück. Ich will nicht. Oh, ich bin doch gerade erst hier durchgekommen. Ja, das zweite. Ich weiß halt nicht, was die andere Puppe gerade macht. Da muss ich erst mal warten, bis sie da ist, ne? Boah, die Kackbratze kommt. Okay, die Kackbratze kommt nicht. Let's go! Mit viel meinen wir wie viel? Warte mal. Kann ich hier durch? Nee. Hä? Oh, notes. Ach so. Alles gut? Glaube ich. Hoffe ich. Alles gut. Habt ihr das gehört? Auf dich! Oh, so viele. Wenn die mich sehen, bin ich tot. Ich muss doch irgendwas machen können. Schlafzimmer? Ach nö. Ich will nicht mehr. Wie viele Räume hat dieses Puppenhaus denn? Sieht aus wie der andere Raum. Warte, ich sehe da halt da unten nichts. Wartet mal. Vielleicht werden wir geschnappt. Das wäre aber blöd, aber hey. Okay. Ich muss nur an ihnen vorbei. Ich kann das bestimmt hinter ihnen machen, okay. Boah, die ist ja gemein. Hast du genug? Yep.
Definitiv habe ich genug. Okay, die bleiben nur innen. Boah, ich habe keinen Bock mehr. Das ist sowieso leid, aber das ist, so hochgradig unangenehm und anstrengend, okay? Boah, da hätte ich gehen können. Ich gehe trotzdem. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Ja, das wäre lustig jetzt. Kein Problem. Das ist immer noch kein Schlafzimmer. Obwohl vielleicht. Ich, I don't judge. Die Frage ist, muss ich erst was finden? Oder kommt die einfach nach Zeit oder muss ich was triggern? Du weißt doch, was mit Mädchen passiert, die nicht lieb mitspielen. Sie werden besser. Wer hat sich Mia gewünscht? Nee, oder? Wer hat sich Mia gewünscht? Sofort raus! Die hört mich. Also wenn die mich jetzt... sie hat mich gar nicht sehen können. Du weißt doch, was mit Mädchen passiert, die nicht lieb mitspielt. Sie werden bestraft. Nee, oder? Ich muss ja nicht hinhocken eigentlich. Ich bin ja klein genug, glaube ich. War was? Also ich habe nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Was ist denn? Warum merkt ihr das? Oh nee. Oh, Salbei, danke. Also da passt sie nicht durch. Sie betrifft alles. Oh mein Gott! Das war jetzt aber auch ein bisschen... Hä? Was? Mir geht's gut, Chat. Gar kein Problem. Hey, die Puppe ist tot. Wartet easy.
Kann ich... Also... Erstmal nur so eine richtig dumme Frage. Kann ich hier vorbei? Nein. Kann ich nicht, okay? Ich dachte vielleicht, ist ja also da. Oh nö, nicht von hier aus. Du weißt doch, was mit Mädchen passiert, die nicht lieb mitspielen. Nee, ich nicht. Sie werden bestraft. Nee, oder? Ob ich die angucken musste dabei? Also die hier. Ist ja egal, wir wissen ja, wie wir sie loswerden, nicht wahr? Hä? Hä, aber gerade ging das. Okay, machen wir vielleicht nicht nochmal, das war wahrscheinlich Glück. Okay. Vielleicht hat sie ja dazugelernt. Du weißt doch, was mit Mädchen passiert, die nicht lieb mitspielen. Sie werden bestraft. Nee, oder? Ich glaube, das Rennen hat sie wirklich mitgekriegt. Ich glaube, es ist wirklich das Rennen, was sie mitgekriegt hat. Warum? Weil sie größer ist, kann sie sich bessere Ohren leisten, oder was? Ey, da guckt ihr einfach rein. Ist unhöflich. Mütter tauschen sich aus, gemeint. Ja. Hallo. Die guckt da von oben einfach rein. Das ist voll die Cheaterin. Voll reingelohnt. Ja, die lohnt einfach voll rein. So, gar kein Problem. Wie komme ich denn an der jetzt vorbei? Eigentlich ausnutzen sollen. Beruhige ich mich auch irgendwann so ein bisschen? Wie komme ich denn... Ich frag mich halt wirklich. Die Punkte aufladen, ja, eigentlich schon, aber ich glaube halt nicht, dass das. Oder? Ach so, kann ich die auch stunnen? Ah, ich kann die auch stunnen! Mir geht's wieder besser. Deswegen ist gerade. Ja, aber ich. Also. Ich hab. Ja, klar, die sind halt auch aus dem Muttermyzet, ne? Das waren für mich halt Puppen. Ja, Interpretationsfreiraum, ja? Bitte. Okay, die läuft einfach nur im Kreis, ja? Aber wir haben Kraut gespart. Also, ein Bübbel. Ein Bubbel. Ich laufe jetzt einfach mit ihr mit, hä? Die kann mir nämlich gar nichts, die blöde Kuh. Und dann guckt sie einmal irgendwie ganz komisch zur Seite oder zurück oder so. So. Die blöde Kuh. Da müsste, glaube ich,
das Schlafzimmer sein. Ach so, das ist der... Oh mein Gott, das habe ich nicht gesehen, dass das der... Also das Haus... Also das wirklich... Gar kein Problem. Also wir stunnen dann mal, ne? Ei! Ja, da hätte man locker vorbeigehen können. Warum kriege ich jetzt Sandkraut? Ich habe nicht gefragt. Ich wollte es nicht wissen. Ich schwöre. Ich wollte nicht wissen, warum ich Sandkraut gekriegt habe. Oh nein, die kommt wieder. Ja, immer besser. Sie ist ein Monster. Hey! Sie hat unheimliche Kräfte. Was? Genau wie ihr Vater. Vielleicht erzählt mir mehr. Deshalb hat sie überhaupt keine Freunde. Hört auf! Du weißt, es ist wahr. Was stimmt nicht mit ihr? Seht nur, sie hat Angst. Nein! Sie hat Angst, was aus ihr werden könnte. Hört auf! Hört auf, hört auf, hört auf! Oh Gott, Mutti ist auch da. Nein, nicht Mutti. Du bist ein bisschen klar. Oh no. Ich muss hier raus. Okay, aber wegrennen ist besser. Wegrennen ist besser als... wegrennen ist besser als sneaken. Du bist also das Mädchen, das keine Freunde hat. Wir möchten mit dir spielen. Ich habe nicht mit euch. Du gehst zu deinen Freunden sein. Hallo. Widerlich, du ekliges Viech. Ich mag auch keiner. Aber ich bin halt nur mal langsam. Ich bin halt nur mal langsam. Ich muss hier raus. Was soll ich denn machen? Verfolgt die mich vielleicht gar nicht? Doch, die verfolgt mich. Also, was hätte ich machen sollen? Ich renne doch schon. Du bist also das Mädchen, das keine Freunde hat. Wir möchten mit dir spielen. Ja, jetzt kriegt die mich, weil ich gestanden habe am Anfang. Kann ich die auch stunnen? Kann ich die auch stunnen? Also bis dahin geht es ja alles. Wie die einfach über die Puppenköpfe rennen da. Also das ist übrigens schon Rennen, ja? Angucken, nee. Nee, ich bin mir sicher, angucken funktioniert nicht. Vielleicht hat sie... Okay, vielleicht muss sie so und so oft mal dagegen pochen. Okay, die pocht noch. Okay, das war der Fehler. Okay, alles gut. Found you. Oh. Mutti, es reicht. Das ist Daddy. Es ist eindeutig Daddy. Das hat er auch immer mit meiner Mutti gemacht. Ich halte das nicht mehr lange aus. Warum reden Sie von meinem Dad? Ich kenne ihn nicht mal. Nein. Keine Ahnung. Ich weiß gar nichts über ihn. Ich würde es gern. Ich weiß nur. Es war anders. Nee, beidseitig. Gestorben. Beidseitig. Ich habe hier auch schon eine Kettensäge durch den Kopf gezogen, also. Frag ich mich, wie mein Leben gewesen wäre,
Wenn er noch da wäre, hätte er mich Fahrradfahren gelehrt, mit mir Hausaufgaben gemacht, mir Geschichten vorgelesen. Wäre er für mich da gewesen, stolz auf mich. Ja. Wenn ich nicht weiter weiß oder Angst habe, stelle ich mir vor, was er zu mir gesagt hätte.